Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein Überraschungspost-Unpacking und oh mein Gott, ich habe gestern die Benachrichtigung gekriegt, dass ein Päckchen bei mir in der Packstation ist und ich habe mir so gedacht, ja, wer hat mir denn da was geschickt? Und ich habe neulich ja schon diese süße Leseratte gekriegt, die ich bei Instagram auch gepostet habe. Schaut da gerne mal bei meinem Account vorbei, dann seht ihr sie und dachte so, oh, was kriege ich denn jetzt für ein Päckchen? Und oh mein Gott, mein Freund hat dann dieses Päckchen abgeholt und sagte, naja, ein Päckchen ist das nicht. Ich habe gedacht, ja wie, ist kein Päckchen? Und er schickte mir dann ein Foto. Auf diesem war zu sehen, dieses große Paket, das passt gar nicht ins Bild, so groß ist es. Also es ist auf jeden Fall riesig und oh mein Gott, ich habe mich so wahnsinnig gefreut und habe nur so gedacht, oh, was ist das und warum ist das und wer hat mir das geschickt? Und ja, die liebe Anna hat mir dieses Paket zukommen lassen und ich bin einfach so begeistert und freue mich. Hier steht auch ganz freundlich drauf, tada, Überraschung und ein Grinsesmiley. Ich bin schon sehr, sehr neugierig, was da drin sein wird. Ich hoffe, heute knackt es nicht so im Mikrofon. Irgendwie war es die letzten Tage so, dass es komisch geraschelt und geknackt hat. Ich gehe immer davon aus, dass meine Kette vielleicht irgendwie da dran gehangen hat. Ich hoffe einfach, dass es jetzt bei dem Unpacking nicht so sein wird, weil ein Unpacking kann man ja bekanntlicherweise nicht zweimal drehen, weil sonst packt man es ja nicht nochmal aus und ich werde es ja gar nicht nochmal einpacken. Ich hoffe jetzt einfach mal darauf, dass das Ganze gut sein wird. Bin mit der Schere bewaffnet und schneide das Ganze mal auf. Ja, also ich bin echt begeistert oder überwältigt über dieses große Paket. Es ist ja eigentlich schon fast verrückt, dass ich so ein Riesenpaket bekommen habe. Ich bin schon auch ein bisschen sprachlos, weil ich mir nicht vorstellen kann, was da drin ist. Und wahnsinnig neugierig bin ich natürlich auch, weil ich echt wissen will, was das alles ist. Und oh mein Gott. Also, es ist geöffnet hier. Ich kann die Deckel anheben. Und das tue ich jetzt auch mal. Ich schiebe das alles zur Seite und dann zeige ich euch das Ganze einmal von oben. Und das Ganze sieht von oben wie folgt aus. Nämlich so. Jetzt habe ich diese Ecke hier im Mund gehabt. So sieht das Ganze von oben aus. Und oh mein Gott. Liebe Anna, du bist verrückt. Ich habe das nicht erwartet und ich kann es gerade einfach nicht glauben. Ich packe mal dieses ganze Papier zur Seite und schnappe mir als erstes diese wunderschöne Karte. Die sieht wie folgt aus. Ne? Fokussiere. Ja, genau so. Siehst du schön? Hier steht drauf, jeder Tag ist wie eine neue Seite im Roman deines Lebens und nur du bestimmst, wie die Geschichte weitergeht. Witzigerweise hat mir diese Karte neulich meine Arbeitskollegin gezeigt und ich fand die wahnsinnig schön und habe so gedacht, oh, wo hat sie die bloß her? Die würdest du auch gerne haben und jetzt habe ich sie tatsächlich bekommen und hier steht etwas drauf. Oh mein Gott, wie schön und wie nett diese Worte sind. Also ich glaube es nicht. Hier stehen ein paar persönliche Worte drauf, aber auch ein Hinweis. Es sind nämlich sogar zwei. Es ist einmal die liebe Anna und die liebe Melli. Und die beiden haben sogar selber einen Bücherkanal. Der heißt Menas Büchergestöber. Ich blende euch den Namen hier ein und verlinke euch den Kanal mal in der Infobox. Dann könnt ihr da vorbeigucken. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die beiden. Ich kenne sie noch nicht. Auf jeden Fall ist das eine Tante mit ihrer Nichte. Und oh Gott, wie süß. Oh, wie schön. Und die beiden verfolgen mich jetzt schon fast ein Jahr lang auf YouTube. Und ich habe sie wohl auch inspiriert, Booktuber zu werden. Das freut mich wahnsinnig doll. Und oh mein Gott. Ich freue mich einfach riesig auf diese Bekanntschaft und freue mich riesig darauf, euren Kanal gleich kennenzulernen. Aber bevor es soweit ist, darf ich erst auspacken und darauf freue ich mich auch schon so wahnsinnig. Und hier lächeln mich so ein paar Sachen an und die werde ich jetzt hier mal rausholen und euch präsentieren. Und geht unbedingt auf den Kanal von den beiden und schaut da vorbei. Ich glaube, es lohnt sich wahnsinnig. Auf jeden Fall wirken sie jetzt schon sehr, sehr sympathisch. Zum einen ist hier von Tracklemoon drin Apple Pie Hutch, 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 ihr wisst, was ich meine. Na, wird scharf. Ja, genau. Das ist drin, es ist immer noch nicht scharf, aber lassen wir das einfach. Ihr wisst, wie die aussehen von Tracklemoon. Die riechen immer wahnsinnig gut. Ich habe da schon echt viele von gehabt und ich mag sie richtig gerne. Ach ja, es riecht, als würde ich im Kuchen mich eincremen. Das ist immer total witzig. Im Sommer vielleicht nicht ganz so gut, weil die Bienen das auch sehr lecker finden, aber im Winter super. Dann ist hier drauf auch, wie süß. Bitte lächeln, die Schokolade. Beginn den Tag mit einem Lächeln. Meistens lächelt er zurück. Und da ist ein kleiner Frosch drauf. Oh, ich liebe Frösche. Dankeschön auch dafür. Die werde ich, glaube ich, gleich vertilgen. Ich komme ja gerade von der Arbeit und habe Lust auf was Süßes. Dann lächelt mich hier auch noch was anderes an. Diese kleine süße
Eule, oh Gott, was ist es? Was ist das? Eine Handcreme, ja tatsächlich. Ja, wie witzig. Guck mal, das ist eine Handcreme, wenn man die Eule köpft. Hat man eine Handcreme und riecht die? Oh, boah, Leute, die riecht richtig gut. Dankeschön dafür, die stelle ich mir auf meinen Tisch. Ich hatte da immer eine andere Handcreme stehen, aber das sieht halt einfach nicht so schön aus. Und diese Eule sieht richtig toll aus. Und ja, super cool. Wo kriegt man sowas her? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich wäre da wahnsinnig neugierig. Die kann man echt toll verschenken. Dann habe ich hier noch was Eingepacktes. Der Duft, ich liebe ihn. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Duschbad ist, vielleicht. Wahrscheinlich. Gut möglich. Auf jeden Fall fühlt es sich von der Form so an. Und es ist lila. Auf jeden Fall der Kopf ist lila. Der Rest scheint auch lila zu sein. Ist das diese Diamond-Dings-Bums von Balea? Oh, ich krieg's nicht auf. Nee, ist es nicht. Es ist... Oh, Vanille Berries. Oh, cool. Von Balea. Das ist eine Limited Edition. Und das ist gut zugeklebt, damit der Kopf nicht aufgeht und nicht kaputt gehen kann. Und ich rieche mal dran. Einen Moment. Oh mein Gott, das riecht wie ein Smoothie. Also wie ein fruchtiger Shake. Voll lecker. Kennt ihr diese Shakes von McDonald's? So riecht das. Und richtig genial. Boah. Oh, richtig schön. Danke, danke, danke auch dafür. Da freue ich mich auch sehr drüber. Und dann ist hier noch sowas, das hört sich, ja genau, wollte ich gerade sagen, nach Katzenleckerlis an. Hier steht auch drauf, für deine Fellnasen. Und ich gucke mal. Ich habe hier auch gerade eine der beiden neben mir stehen. Beobachtet oder lauscht mal ganz genau, was jetzt passiert. Bis jetzt passiert noch nichts. Oh doch. Hört ihr das? Das ist immer so, wenn es was zu fressen gibt. Kss, kss. Die freuen sich, das schmeckt denen gut. Das ist eine Knabberäckchen mit Käse. Also Knabberäckchen mit Käse sind das. So sehen die aus. Dankeschön auch dafür. Die Katzen freuen sich und wollen noch mehr. Ich gebe denen nachher noch ein bisschen was. Jetzt hängen sie hier die ganze Zeit an der Packung. Ich sag's euch. Stehen sie hier neben mir und hängen an dieser Packung. Und oh, zu guter Letzt ist hier noch etwas Schweres, Großes drin. Und zwar das. Und, oh, ich kann das gar nicht. Oh Gott, ich stelle mal den Karton zur Seite. Der ist jetzt leer. Und wir haben noch dieses hier drin. Hier steht drauf, du musst ihn haben als wahrer Fan. Was muss ich haben? Ich bin ein Fan. Wovon? Was ist es? Oh mein Gott. Soll ich euch sagen, was es ist? Ich habe es erkannt, nur weil ich das da aufgerissen habe. Wartet, ich zeige euch das. Wisst ihr, was das ist? Ich sag euch, was das ist. Das ist ein Schuber, und zwar ein ganz bestimmter Schuber. Es ist kein Fantasy-Schuber, es ist kein Harry Potter-Schuber, es ist kein Percy Jackson-Schuber. Nein, es wird ein Sherlock Holmes-Schuber sein. Ich sag euch das. Das ist dieser rosa, pinke, lilane Sherlock Holmes-Schuber, oder? Oh mein Gott! Ich sag's euch, es ist tatsächlich... Oh. Ihr seid doch verrückt! Oh. Es ist tatsächlich der Sherlock Holmes Schuber. Ich drehe am Rad. Es ist so schön. Und er ist so dick. Er ist so schön, aber sie sind so dick. Oh mein Gott, sie sind so schön. Mit den Illustrationen der Erstausgabe. Ich mache ihn jetzt mal auf. Ich mache ihn auf. Oh mein Gott, aber die Bücher sind einzeln verpackt. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott. Leute, er ist so schön. Er ist so schön. Ich liebe Sherlock Holmes. Ich kann gerade gar nichts sagen, weil ich total perplex bin. Ich habe echt schon öfter bei Thalia darüber nachgedacht, mir den zu holen. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Oh mein Gott. Da sind ganz viele verschiedene Geschichten drin. Die Abenteuer des Sherlock Holmes, 1892. Dann stehen hier die einzelnen Titel und dann steht da als nächste Überschrift die Memoiren des Sherlock Holmes, 1894. Die
Die Rückkehr des Sherlock Holmes, seine Abschiedsvorstellung, Sherlock Holmes Buch der Fälle. Eine Studie in Scharlachrot, das Zeichen der Vier, der Hund von Baskerville kenne ich, das Tal des Grauens kenne ich nicht. Oh mein Gott, wie cool. Ich mache das eine jetzt mal auf, ich mache mal das erste auf. Ich glaube, mit den Sherlock Holmes Büchern werde ich das tatsächlich so machen, dass ich mir immer eine Geschichte vornehme und dann so nach und nach, die Katze sitzt im Karton, die Geschichten lesen werde. Oh Gott, wie cool, ihr seid ja verrückt. Ihr seid verrückt, definitiv. Oh Gott, und es riecht so gut. Oh, es riecht so gut, Leute. Und es ist so klein geschrieben, oh mein Gott. Oh Gott. Da. Es ist so schön. Oh mein Gott. Es ist so schön. Oh mein Gott. Da wird gleich geguckt, warum ich hier so, oh mein Gott. Oh, scheiße. Ich freue mich so. Ihr glaubt es nicht. Ja, cool. Ich gucke mal. Also, wenn ich das so sehe, könnte ich es theoretisch so machen. Die Geschichten sind jetzt nicht so krass lang, dass ich jeden Tag eine Geschichte lese. Dann habe ich die Bücher nach und nach halt durch. Und oh mein Gott, das ist so schön. Und ich freue mich so. Oh Gott, danke, 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 Mädels. Ihr seid ja verrückt. Ihr seid verrückt. Oh Gott, wie kann ich das nur wieder gut machen? Er ist doch sowas von schön. Ich freue mich so. Ich freue mich. Ich habe alle Sherlock Holmes Bände. Das ist doch alles, oder? Sämtliche Werke in drei Bänden. Es ist so cool. Danke, danke, danke. Oh mein Gott, ich kann gar nichts mehr anderes sagen. Ich bin total überwältigt und freue mich riesig darüber. Auch über die anderen Sachen. Es ist cool. Es ist wahnsinnig cool. Diese Karte ist so wunderschön. Und danke, danke, danke. Ich bin einfach überwältigt. Und ja, ich würde sagen, schaut bei den beiden Mädels vorbei. Ich werde es jetzt definitiv gleich machen und würde sagen, das war's von mir. Schreibt mir mal, ob ihr auch diesen wunderschönen Sherlock Holmes Schuber habt. Es ist so schön. Ich liebe ihn. Ich mag ihn. Ich liebe ihn. Ich kriege deinen Ehrenplatz. So, nun ist aber gut. Ich fangirle mal noch ein bisschen Sherlock Holmes und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao.